Also man gewöhnt sich auch dran. Man kriegt eine Routine, wirklich. Sie müssen einfach so weit kommen, um das zu isolieren von dem Druck, dass ein Wettbewerb auf ihnen ausübt und ein Vorsingen. Und denken, es ist die Konzertsituation, ich muss einfach liefern. Wie in dem Konzert, wie auf der Bühne, einfach liefern. Grüß Gott, mein Name ist Julia Binek vom Karajan-Institut. Heute habe ich die besondere Ehre, bei Ihnen eingeladen zu sein für ein Interview hier in München. Herr Professor Francisco Areiza, was haben Sie gemacht in Ihrem Leben bis jetzt? Gesungen, An viel gesungen den unter großen vielen anderen. Opernhäusern. Ja. Und Sie haben die Ehre gehabt, das Vergnügen mit Herbert von Karajan zu arbeiten. So ist das. Was war die erste Begegnung oder was war das Gefühl in der ersten Begegnung mit ihm? Die erste persönliche Begegnung war wie in einem Strudel zu sein. Denn in der Zeit, wo ich für ihn das erste Mal vorgesungen habe, war das erste Mal, dass ich ihn persönlich sah. Natürlich kannte ich ihn Schon vorher. vorher. Vor allem von einer ungeplanten ersten Begegnung mit ihm als Publikum bei einem Konzert von ihm in Karlsruhe. Was haben Sie gehört? Verschiedenes. Haydn, Schubert und Brahms. Er kam, also ich kam nach Karlsruhe 1975. Und ja, ich kam im März ungefähr nach Karlsruhe, um meine Wohnung zu belegen und so. Und um anzufangen für Proben, für eine neue Produktion der Così fan tutte. Und ganz Karlsruhe war schon gepflastert von Postern von Herbert von Karajan und dem Berliner Philharmoniker. Aber er war nur zu sehen auf diese riesigen Poster. So, es war beeindruckend. Er war ein Perfektionist und Sie kennen die Fotos von ihm als Dirigent mit Händen und sein weißes Haar so richtig, Ausdrucksstark. ja, wie geföhnt und sehr ästhetisch, sehr imponierend, sehr imposant. Und ich habe American Football gespielt, so ich war sehr sportlich zu der Zeit. So bin ich jeden Tag joggen gegangen zum Zoo, von der Wohnung in der Nähe vom Theater Ja. zum Zoo und dann wieder zurück. Und natürlich, es stand auf diese Poster seit dem ersten Mal, dass ich sie sah, ausverkauft. Und dann stand es restlos ausverkauft. So dass es eben keine Chance für mich gegeben hätte, irgendwie reinzukommen. Aber das Schicksal hat so seine bestimmten Pläne. Und so bin ich an dem Tag auch laufen gegangen. Und auf dem Weg zurück dachte ich mir, ah, ich komme rechtzeitig, um das Defilé vom Publikum zu sehen für das Konzert. Und ja, bin ich da auf eine Distanz geblieben und habe die Leute fingen an zu kommen und so, natürlich alle absolutes Gala. Es war aber verhältnismäßig früh das Konzert. Es fing um 18:30 Uhr. Ungewöhnliche Zeit. Aber das später erfuhr ich, warum, weil er wollte immer nach Hause fliegen nach dem Konzert selber. Und so war ich da und ja, tolle Menschen und schon
Die Allüre, die sie hatten als Publikum, wirklich in der Erwartung, etwas ganz Besonderes erleben zu können. Diese Aura hat er verstreut, wirklich. Und ja, plötzlich kam eine ältere Dame und ich spürte, dass sie mich schon beobachtet hätte. Das hatte sie seit ein paar Minuten und dann kam sie zu mir und sagte sie, was machen Sie so? Ich habe gesagt, oh, Sie kommen zum Konzert, sehr perfekt angezogen und so richtig. Schön bestückt auch. Und ich sagte, Sie kommen zum Konzert. Und er sagte, ja. Was machen Sie? Sagte, fragte sie noch einmal. Habe ich gesagt, ja, ich bin an sich Musiker. Ich bin Opernsänger und bewundere hier jetzt gerade Sie alle. Und da fragte sie, würden Sie gerne in das Konzert reingehen? Habe ich gesagt, natürlich, wer nicht? Aber keine Chance, Sie sehen restlos ausverkauft. Sagte, ich hätte eine Karte. Könnte ich Ihnen die Karte geben? Und ich wohnte fast um die Ecke, also wirklich sehr nah. Habe ich gesagt, 15 Minuten, können Sie warten, ich bin wieder da. Sagte, 15 Minuten warte ich, sagte sie. Und bin ich nach Hause gerannt, in die Dusche und im Smoking und so angezogen. Tipptopp alles. Tipptopp alles und so. Und dann kam ich tatsächlich innerhalb der 15 Minuten zurück, noch mit nassen Haaren. Und bin ich reingegangen und das, in das Konzert. Ich saß tatsächlich in der 7. Reihe am Gang und ich hatte Karajan richtig hier vor mir. Toll. Es war unglaublich und ja, allein sein Auftritt war natürlich schon mit Standing Ovation begrüßt und so. Und, er war freundlich, sehr freundlich, aber er war schon in seinem Tunnel. Und wie gesagt, hat mit Haydn angefangen und der Dirigent hat bei der haydnischen Musik nicht sehr viel zu tun. Denn einmal das Tempo etabliert und so, und man kann sich nur um die dynamischen Schattierungen kümmern und Farben etc. etc. Aber groß dirigieren braucht er nicht. Tat er auch nicht. Aber gelegentlich, wo er seine Akzente setzen wollte, insbesondere mit den tiefen Instrumenten, die Celli waren natürlich nicht wie klassisch, eben dann, sondern die bildeten einen Keil mitten im Orchester. Und als er sie besonders hervorheben wollte, hat er so eine Allüre gemacht, so wie ein jemand, der so richtig Energie richtig schickt. So. Und die klangen wirklich so. Das ist toll. Eine Energie, Schwall, eine Energieentfaltung sondergleichen. Da ist mir dieses Konzept eingefallen. Aber konnten Sie der Energieentfaltung, des Energiemanagements. Entschuldigen Sie, was sollten Sie wissen? Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Na. Und das wurde eigentlich ein ganz wichtiger Faktor. Dann in unsere Begegnung, denn dann wusste ich schon von vornherein, dass er mit Energie arbeitet. Das ist, alles, was wir machen, ist pure Energie. Und je schneller wir das begreifen, und das Management, umso besser sind wir dran. Und ja, dann, das Konzert war ein Ereignis, alle erste Klasse, also das schönste Konzert, das ich in meinem Leben erlebt hatte. Und ich hatte wirklich sehr gute Konzerte erlebt als Student in Mexiko, ja. Denn wir hatten einen genialen Dirigenten, Eduardo Mata hieß er, der auch ein Ästhet des Podiums war, intelligenter Musiker, gebildet und unglaublich potent. Und ich hatte das Glück, unter ihm zu debütieren, also als erster Gefangener im Fidelio. Und habe mit ihm dann sehr viele Sachen gemacht und ihn sehr viel erlebt. Aber diese Karajan war natürlich ein Erlebnis der Sonderklasse und das hat mich ziemlich beeindruckt. So, dass ich, als ich ihn das erste Mal sah, es war in der Zeit, wo ich ihn begegnet zum ersten Mal,
wo ich sehr viele Vorsingen gemacht hatte. Es kam ein nach dem anderen und so. Und es ist, damals hieß es so, man hat, wenn man startet, 5 Jahre, um seine Karriere aufzubauen, auf den Zenit zu bringen. Ja. Wenn man das in diesen 5 Jahren nicht schafft, muss man eine Pause machen und den zweiten Schub abwarten. Und dann muss man es schaffen, sonst klappt es nicht mehr. Und es war wirklich ein solcher Strudel, was auf mich einprasselte nach meinem Debüt in Karlsruhe. Einladungen überall für Konzerte und Gastspiele und Vorsingen und etc. Also das war ein Vorsingen mehr, aber eben das Vorsingen natürlich. Und auch mit der Erfahrung, was ich schon hatte, also ja, ich erwartete mir auch diese energetische Begegnung wieder und so war es auch. Schauen Sie, was ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben im Karajan-Institut eine Internetplattform, wo wir das ganze Werkearchiv von Karajan gespeichert haben. Mhm. Und wenn ich Ihren Namen eingebe, dann kommen Sie hier mit 22 Konzerten und 7 Aufnahmen. Wow. Das ist eine Leistung. Oh ja. Zum Beispiel bei den Aufnahmen Falstaff, Turandot, die Zauberflöte und dann die Konzerte hier. Eine jede Menge. Also das nennt sich Discover Karajan und da kann man jeden Künstler das ganze Werkearchiv finden. Ja, was haben wir jetzt zum Beispiel Seiten gespielt? Das Eröffnungskonzert. Ja, genau. Was fällt Ihnen da als erstes ein von der Erfahrung her? Oder als besonderes Erlebnis? Ja, eins nach dem anderen. Also, die Frage, die Sie vorhin gestellt haben, war sehr, sehr gut. Sehr interessant. Inwieweit kann ein junger Sänger ermessen, ob er tatsächlich reelle Chancen hat, dass bei einem Vorsingen er genommen wird? Oder dass er sich tatsächlich Hoffnungen machen kann auf eine Zusammenarbeit, in dem Fall mit diesem großartigen Dirigenten? Natürlich rechnet man sich eine gewisse Chance aus, sonst würde man ja erst einmal nicht hingehen. Und obwohl ich zu der Zeit, wo diese erste Begegnung passierte, noch nichts wusste von einem Ereignis, das ich gegeben hatte, als ich mein Debüt gemacht habe in Karlsruhe, im Mai 1975. Das erfuhr ich erst später. Aber irgendwie etwas, als er mir die Aufgabe gegeben hat, für das nächste Jahr, um wiederzukommen, um erneut im Chor zu singen mit den Zweiten des Don Ottavio und die Arien der Matthäus Passion, spürte ich, dass da eine reelle Möglichkeit bestand, dass wir vielleicht zusammenkommen würden, weil genau diese zwei Komponisten, Mozart und Bach, bildeten zusammen mit Schubert den Kern meiner Ausbildung. Also ich war sozusagen spezialisiert in deren Literatur. Und so habe ich mich eben sehr, sehr gefreut und mir eine reelle Chance ausgedacht, sozusagen. Aber wie gesagt, der Strudel war so schnell, so rasant, dass man nicht so zum Sinieren kam, ob dies oder jenes, sondern man hat einfach gemacht. Und wie war das Vorsingen dann, vor ihm dann persönlich zu stehen? Man gewöhnt sich auch dran. Man kriegt eine Routine, wirklich. Sie müssen einfach so weit kommen, um das zu isolieren von dem Druck, dass ein Wettbewerb auf Ihnen ausübt und ein Vorsingen. Und denken,
Es ist die Konzertsituation, ich muss einfach liefern. Wie in dem Konzert, wie auf der Bühne, einfach liefern. Und zwar voll und ganz. Und das, da brauchen Sie ein bisschen eben dann Routine, ein bisschen machen Sie vor Singen, da und dort, und analysieren Sie sich und Ihre Umgebung. So lernen Sie das. Aber mit diesem Ziel, das zur Gewohnheit zu machen. Was war dann Ihre erste Produktion oder das erste Konzert mit ihm? Das erste Konzert war eigentlich eine Aufnahme. Mhm. Denn ich habe zuerst mit ihm die Aufnahme der Zauberflöte gemacht. Und das war insofern so signifikativ, weil als die Aufnahme fertig war, ich meine, die Aufnahme war sowieso ein Erlebnis, wir könnten das ganze Interview hier damit verbraten. aber als wir fertig waren, ich habe mir gesagt, wenn aus irgendeinem Grund ich nicht weitermachen könnte mit meiner Karriere, dass der Stimme was passieren würde oder was auch immer, trotzdem würde ich dem Leben so dankbar sein, wegen diesem Höhepunkt. Und das war der absolute erste Höhepunkt meiner Karriere und blieb als ein Höhepunkt für meinen ganzen Weg. Die erste Aufnahme? Die erste Aufnahme der Zauberflöte mit ihm. Haben Sie dann auch bei dem ersten Vorsingen schon eine Arie daraus vorgesungen oder war das durch die Nein, das hatte, wie gesagt, er hatte mir dann, was habe ich damals gesungen, das, tatsächlich bei der ersten Aufnahme, beim ersten Vorsingen. Er fragte mich, woher ich komme. Mhm. Und ich habe gesagt, aus Mexiko, ja, sagt er, und gerade, habe ich gesagt, von Bayreuth. Und was haben Sie gemacht? Habe ich gestern Premiere, Feeling the Holländer gehabt. Mhm. Ja, dann singen Sie ja gleich den Steuermann. Und ich habe ihm den Steuermann gesungen, aber das zweite Stück weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir eben die Aufgabe gegeben, Don Ottavio und Matthäus Passion für ihn vorzubereiten, am nächsten Jahr zu kommen. Dieses Vorsingen hat nicht stattgefunden. Und dann letztendlich war das das Jahr darauf, das war 79, mhm. Sommer 79, wo ich ihm dann die Aufgabe gebracht hatte und dann er dann die Zauberflöte verlangt hat. Mhm. Und den Phantom vom Falstaff. Und ja, wenn ich die Arie des Phantom gesungen habe, habe ich gesehen, dass er aufgestanden war und einen Spaziergang zu mir auf der Bühne gemacht hat. Und am Schluss der Arie war er bei mir und dann sagte er, so und jetzt sind Sie ein Karajan-Sänger. Und wir werden zusammen die Aufnahmen der Zauberflöte und Falstaff machen, Ende des Jahres. Und er sagte mir auch noch etwas ganz Wichtiges. Er sagte, als Karajan-Sänger dürfen Sie keine Exklusivverträge unterzeichnen. Bei keiner Schallplattenfirma, weil ich möchte, dass Sie frei sind für mich. Mhm. Und wie gesagt, dann kam es zuerst eine Aufnahme der Zauberflöte und es war ein Abenteuer sondergleichen. Weil, wenn man Bach ist, hört man vieles herum. Und ich wusste, Karajan liebt Pianotöne, also Piano singen. Mhm. Sie wissen, was Piano ist, also leise singen. Ja. Und? Haben Sie das schon vorher gewusst oder hat sich das durch die Proben entwickelt? Nein, man wusste es. Ich sagte, wenn du Karajan vorsingen willst, sing Piano. Aha. Das erste Mal wusste ich es nicht. Und beim zweiten Mal wusste ich auch noch nicht. Aber dann. Und das andere war, dass er bei den Aufnahmen überhaupt keine Korrekturen erlaubt. Mhm. Egal wie das Werk gelungen ist, bei der Aufnahme so blieb diese Aufnahme unangetastet.
Also diejenigen, die behaupten könnte, es gibt einige, dass die Karajan-Aufnahmen so Aufnahmen aus der Dose sind, der irrt. Weil seine Texte waren endlos lang. Ein Beispiel, Zauberflöte. Mhm. Auftritt des Tamino. Ja? Der Text war Ouvertüre, Einstieg des Tamino und Damenterzett. Und dann Cut. Das ist lang. Das ist lang. Ja. Und man wusste, es gibt keine zweite Chance. Also es musste perfekt sein. Und das ist passiert. Die Ouvertüre, natürlich, die Berliner Philharmoniker spielen das göttlich. Und so gegen Ende der Ouvertüre spüre ich so ein kleines Kratzer hier unten. Also, da, wo die Motoren schon richtig auf Volltouren laufen sollten. Ja. Man konnte nicht laut räuspern, weil es war schon, wir waren schon da, standen vor dem Mikrofone. Ah, noch dazu. Diese Aufnahme war die erste digitale Aufnahme der Geschichte. Aha. Und wir sind aber mit beiden Techniken gefahren, also die Analogtechnik und die digitale Technik. Wo da waren die verschiedenen Mikrofone. Das war in Wien, im Musikverein. Und also beide Techniken haben wir gehabt, die verschiedenen, zwei verschiedene Mikrofone. Diese herrlichen, dicken Mikrofone und dann das kleine Ding nebenan. Und ja, kommt mein Einsatz und ich spüre, die Stimme ist nicht ganz sauber. Und das wird für die Ewigkeit drinnen bleiben. Und die Ouvertüre ist schon perfekt gelungen. Ich kann es nicht zulassen. Und dann habe ich einen Hustenanfall gefaked. Aber richtig toll gefaked. So, dass Karin sich umgedreht hat und so. Bringen Sie Wasser! Bitte, junger Mann! Auf jeden Fall. Ja, kamen die mit Wasser und so. Und ich, ja, geht es Ihnen gut? Und ich sagte, Entschuldigung, tut mir furchtbar leid und so. Die ganze Ouvertüre wieder von vorne fürs Orchester. Und dann spürte ich so, jetzt wird's. Und ging's los. Und das wusste man bei ihm dann. Also er hat nicht so einen Plan gemacht, wo er sagte so, du singst morgen das. Sondern, wann wollen Sie Ihre Arie singen? Man hat schon einen Plan gehabt von den Ensemblen, Stücke, die kommen würden, waren und so weiter. Das musste man organisieren. Und da musste man seine Arie dementsprechend klug platzieren. Und ich habe gesagt, Maestro, übermorgen. Wie viel Uhr? Also ich bin kein Morgensänger. Also wenn es geht, am Anfang der Nachmittagssitzung. Ich sagte, okay. Aber dann war es abgemacht. Dann gibt es dann mussten sie kein Erbarmen mehr. Ja. Und für mich war es insofern unglaublich, weil wir standen hinter ihm, im Zuschauerraum. Ja. Wo sind Sie dann gestanden als Sänger? Bei der wir Aufnahme? Waren, wo das Publikum sitzt. Mhm. So, ich hatte eben dann Karajan mit dem Rücken zu mir oder zu uns. Und das war hilfreich, weil ich eben dann das war eine, damals, ja. Genau, so erlebte ich ihn zum ersten Mal als Dirigenten, als teilnehmendes Publikum. War das ein gewohntes Gefühl oder es war einmal ein vertrautes Gefühl, da, ja. Genau, so in so erleben. Und auch kam mir alles, was ich damals analysiert hatte, eben dieses energetische Element. Und so, die... Irgendwie wussten alle, jetzt wird es wichtig. Mhm. Denn eine Bewährungsprobe für einen jungen Sänger,
Damals gerade frisch 29 Jahre alt geworden, ein bisschen älter als sie. Und das ganze Orchester stand natürlich so da. Stand immer so da. Was noch für ein dazu. Druck? Jein, also, wie gesagt, der Druck natürlich war schon da, aber in einer positiven Weise. Und wie gesagt, man hat schon eine gewisse Routine und so, man kann sich schon auf der Schlusssituation einstellen und das bringen. Aber dass die Frage war, wie? Wie gut wird jeden Ton gelingen? Und da muss jeder Ton gelingen. Bei Mozart sowieso. Ja. Wieder Bach, Schubert. Jeder Ton muss perfekt sein. Ein Stradivari-Instrument. Wissen Sie da? Spielen. Und es war unglaublich, weil der war da, schaute dem Orchester zu und so weiter. Und seine Einsätze waren so. Und dann drehte sich zu mir und machte so. Und fing an, mich so zu ziselieren, zu formen wie eine Plastik. Und es war ein magischer Moment. Es war unglaublich, die Arie war fertig und ich war in Ebenen gewesen, wo ich wirklich vorher noch nie war. Konnten Sie es direkt umsetzen auch? Oder konnte natürlich, weil es war so unerwartet. Wie gesagt, ich war schon wie zu Hause und da plötzlich dreht es sich um und fängt an. Ja, das hat mich nicht gesagt, so jetzt fangen wir an, sondern Orchester und so und dann plötzlich. Schön. Und so. Ja, es war unglaublich. Und dann. 2 Monate später haben wir dann den Falstaff aufgenommen, aber in der Zwischenzeit war die Aufnahme, es kam sehr schnell raus, rasant schnell. Und ich bekam, glaube ich, einen Monat vor der Aufnahme des Falstaff ein Telegramm von ihm. Mhm. Und stand herzliche Gratulation für die hervorragende Kritik. Kommt später. Bekam ich dann die Kritik. Und darin stand eben dann, weil diese Aufnahme war eine Aufnahme, die man von Karajan schon längst erwartet hatte. Es war längst fällig, aber er hatte anscheinend noch nicht den richtigen Tenor gefunden dafür. Mhm. Und tatsächlich, als er mich hörte, das war das Erste, was wahrscheinlich in den Kopf gekommen ist, so jetzt, das ist er. Und in der Kritik stand Folgendes, er sagt, ja, der Tamino von Francisco Araiza, Punkt, Punkt, Punkt. Er sagte, ein lateinamerikanischer Tamino, südländischer Tamino, sehr temperamentvoll, sehr hell, jugendlich, heldisch, dargeboten, verfremdet bei dem ersten Zuhören. Aber hat man diese Partie einmal schon so gehört, will man sie nie mehr anders hören. Das war wirklich eine sagenhafte Kritik. Etwas Besonderes. Und ganz Persönliches. Ja. Und das war es, wonach im Karajan immer getrachtet hat. Nach diesem persönlichen Besonderen. Das Besondere einfach.